und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute ein Kelzer-Add-on für diverse LKWs. Ich muss da nochmal ein bisschen ablesen, denn es sind viele Informationen für mich auf einmal, die ich euch hier präsentieren möchte. Und ich fange jetzt einfach mal beim Volvo an. Es ist nicht jeder LKW mit dabei, deshalb starten wir einfach mal durch und wir gucken mal die LKWs so durch, dass ihr seht, was ist eigentlich Phase. Visorbar haben wir hier oben. Gibt es Chrom und lackiert in dem Fall. Die finde ich eigentlich soweit ganz gut. Ist halt, also mir persönlich gefällt es ja besser als wie die Bügel da oben. Aber ist natürlich alles Geschmackssache. Ne? Also da gibt es ja diesen Bügel hier oben. Dann habt ihr in der Mitte die LED-Bar. Die finde ich eigentlich ganz schick. Ist bloß ein Chromstreifen, wo ihr dann irgendwelche LEDs dran kleben könnt. Auch ganz gut. Dann die High Mountain. Warte mal, sieht man es ein bisschen hier an der Seite. Da ist sie. So, hier. Dann die Mount Bar. High Mount Bar lackiert. Und dann hier nochmal die Low Mount Bar lackiert. Ne? Und unten gibt es dann nochmal die Low Bar in Chrom und dann in lackiert. Sidebars sind hier keine dabei. Gut, das ist jetzt mal beim Volvo, beim FH4, beim FH3. Tack, da ist halt der Aluhübel. Sieht es ein bisschen anders aus. Warum? Da haben wir hier nämlich die Kelzer da oben. Dann haben wir hier die lackierte Variante. Wir haben hier die VV02 Variante. Das ist die Visorbar. Die gibt es auch in lackiert. Und hier habt ihr die Kombination nochmal. Warte, ich mach's mal in Chrom, sieht man es besser. Finde ich eigentlich richtig schick. Das erinnert so ein bisschen an das 50K, die hat ja auch so einen Lammbügel für den Scania. Und das sieht im Prinzip fast ähnlich aus. Und sieht aber gut aus, gefällt mir also wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, das möbelt das alles immer so richtig auf hier. So, dann haben wir hier die Minibar. Und hier die Minibar lackiert nochmal hier. Ne? Dann an der Seite, hier unten haben wir dann nochmal, da gibt es nichts. Unter dem Bügel haben wir keinen. Und Sidebar haben wir dann hier auch keinen. Gut, dann haben wir auch den Volvo schon mal durch. Dann gehen wir mal über zum Scania R 2009. Da haben wir hier die Highbar, die Visorbar, die Visor, dann die Highbar nochmal lackiert nochmal und dann das beide in Kombination. So, ich mach's mal in Chrom, sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Das finde ich gar nicht so schlecht. Auch oben die Anbaupunkte hier nochmal mit dabei. Passt, sah gut aus. LED-Bar, Chrom und dann hier noch lackiert. Unten hätten wir dann noch zur Auswahl die Low-Bar, lackiert auch nochmal oder in Chrom. Und hier sogar noch eine Sidebar. Finde ich auch ganz schick. Beide Seiten natürlich. Das funktioniert natürlich jetzt hier auch beim, jetzt muss ich kurz mal ablesen, beim, also der 2009er hier, dann haben wir den Streamliner, ne? Den haben wir auch noch, da geht das gleiche, ganz das gleiche und beim R&L, logisch, ne? R&L ist ja die gleiche Basis wie der hier, da funktioniert das dann auch mit den ganzen Anbauparts. Beim Scania Next Generation, den müssen wir uns jetzt mal kurz anschauen, egal ob R und oder S, kann ich es euch auch kurz zeigen, das sind die nämlich auch mit am Start, müssen wir nur gucken, inwieweit, inwiefern. Zumindest stand was da. Achso, da habt ihr bloß mit. Achso, da habt ihr hier nämlich bloß eine Minibar Chrom lackiert oder XL. Die sieht dann so aus. Ne? Die steht jetzt hier. Jetzt muss ich fast mal gucken. Dann haben wir hier unten noch was. Nee, da haben wir nichts. Drei Sachen. Wir haben eine Lowbar. Ah, was war das? Die Mini. Ach, die Minibar. Die Mini, die XL, dann die Lowbar, Low Bumper. Achso, dann musst du den Bumper abändern oder was? Moment, Haltstück. Das wäre dann hier in dem Fall hier, oder? Ah, siehst du, da ist ja die Lowbar. Gibt es dann praktisch bei der großen Stoßstange. Und dann hier an der Seite hast du dann hier nochmal die Sidebar lackiert. Auch nochmal. Sieht dann so aus. Ah, okay, gut, passt. Und oben habt ihr dann in dem Fall jetzt mal nichts. Dann müsst ihr die Standardbügel hernehmen. Oder wenn ihr noch was anderes habt. Also das mal zum Scania R und S. Dann haben wir noch zwei LKWs kommen noch, beziehungsweise drei. Das ist einmal der MP3 Actros. Hier, da ist er. Mann, auch schon ein paar Jahre her, ne? Der Hobel folgt hier, da. Da und da. Also auch hier alles in lackiert und so. Finde ich gut. Sieht auch schön aus. Dann haben wir in der Mitte. Ne, das ist nicht. Da auch nicht. Damals. Die LED-Bar gibt es auch nochmal lackiert und nochmal eine Mini-Bar. Dann was haben wir da noch? Da ist nichts mehr mit dabei. Da musst du ein bisschen durchklickeln hier. Ne? Hier haben wir noch eine Sidebar mit dabei am Start. Also das finde ich gar nicht so schlecht, weil wir haben ja durch das Actros DLC kannst du die nochmal enorm viel aufpimpen. Ne? Das sieht da schon mal gar nicht so schlecht aus hier. Ne? Geil. Diese Sidebar funktioniert übrigens nur bei der 4x2. Logisch, ne? Dann kommen wir mal zum DAF 105. Da sieht es dann so aus. Da haben wir nämlich auch noch was dabei. Oh, da gibt es ganz schön viel hier. Da haben wir den Mountain. Dann haben wir die Visor. Lackiert. Visorbar. Auch wieder lackiert. Visorbar DH08. Auch hier. Und da haben wir nochmal eine Kombination aus beiden. Also da könnt ihr richtig viel anbauen. Sieht auch ganz, ganz schick aus. In der Mitte gibt es noch eine Minibar. Unten, wie sieht es hier aus? Da gibt es dann nichts mehr. Und eine Sidebar haben wir dann auch nicht. Also das mal so zu dem hier. Ne? Also diese Minibar und dann hier oben diese Varianten. Dann beim 106er. Nee, Quatsch, beim... Hier beim... da ist ja der 106er.
haben wir im Prinzip das gleiche, genau wie beim 105er, ne? Ja. Ja. Das ist gleich. Hier auch nochmal die Minibar. So war es wahrscheinlich relativ easy zum Anpassen, diese beiden LKWs. Die sind ja nicht so weit entfernt oder nicht so weit auseinander wie jetzt der XG. Ne? Beim XG geht es nämlich erstmal noch nicht. Das ist erstmal das, was ich euch sagen kann. Also 105er, der 106er darf. Mercedes MP3, wir haben den Scania Next Generation, den Scania R, Streamline und RJL und den Volvo FH3 und den Volvo FH4. Das sind unsere LKWs, die dieses Add-on oder andersrum, dieses Add-on unterstützt diese LKWs so rum. Jetzt sind wir richtig. Und ja, jetzt könnt ihr selber zu Hause mal ein bisschen rausfriemeln, welchen euch von den Mods gefällt. Und ihr könnt es natürlich, ja, weil es aus dem Steam Workshop ist, einfach im Convoy Multiplayer nutzen. Coole Sache. So, ich habe mich jetzt einfach mal für den Volvo FH3 entschieden. Ne? Die Original von STS, klar, logisch. Einfach nur, dass man sehen kann, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier einfach einen coolen Skin, ich habe hier noch ein paar coole Anbauparts und natürlich diesen Kelsa-Mod, dann sieht er jetzt aktuell zumindest so aus, wie er aussieht. Ne? Einfach nur geil. Da kriegt man richtig Bock, mal so mit so einem alten Hobel durch die Gegend zu schüsseln. Ne? Geil. Guck mal hier, ey. Mega, oder? Da hast du richtig Bock, ey. Was willst du mehr? Kann man aber, wie schon gesagt, mit so einer alten Kiste on the road gehen. So, jetzt machen wir aber natürlich kurz einen Lichttest. Das ist natürlich nicht unerheblich. Hier geht es ja schließlich um die ganzen Anbauparts. So, dann gucken wir mal. 23 Uhr. Plopp. Da ist er schon. So, dann machen wir hier unser Standlicht an, unser Abblendlicht. Und so würde der jetzt bei mir aussehen. Wenn ich jetzt einfach mal, wir gehen jetzt mal nur auf die Kelsa-Sachen ein, also oben den Bügel, dann die Visorbar noch dazu, an der Seite die LEDs, dann unten nochmal so eine kleine Lichtbar, wo ihr dann hier nochmal zusätzlich die Lampen anmachen könnt. Ne? Das wäre jetzt hier als Beispiel mal beim Volvo FH3 so. Ihr könnt natürlich, wie schon gesagt, bei den ganzen anderen LKWs ist es im Prinzip nichts anderes, da könnt ihr das auch so nutzen. Ne? Aber es sieht richtig geil aus und macht natürlich enorm Spaß. Aber es wertet halt richtig gut auf. Und das Volvo DLC als Beispiel bei diesem Volvo ist ja richtig schon gut ausgearbeitet von STS. Und wenn man hier mit ein paar coolen Anbauparts noch zusammenarbeitet, Alter, was willst du mehr, ey? Da kannst du hier richtig on the road gehen. Ne? Da gibt es eigentlich nichts mehr zu erwähnen. Coole Sache. Geil. Da krieg ich gleich Bock hier. So, also das mal so zu dem. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal soweit alle LKWs erwähnt. Ihr könnt ja, wie schon gesagt, das alles nochmal nachlesen im Steam Workshop. Ich packe euch den Link unten in die Beschreibung. Dann könnt ihr natürlich euch bei diversen LKWs das genau so anbauen oder halt dementsprechend da, was halt passt, ne? Logisch. Und dann könnt ihr dementsprechend voll geil auf Achse gehen hier damit. Coole Sache. Ich finde es mega. Ich finde es einfach nur geil. Ich bleib Bock hier. Gut, dann wisst ihr Bescheid, meine Damen und Herren. Dann wünsche ich euch damit einen wunderschönen Abend. Viel Spaß natürlich im Convoy, also Multiplayer von STS. Da könnt ihr das nämlich alles nutzen. Den Skin übrigens habe ich aus dem STS-Forum, na klar. Von Unurcool, Unurkill, so rum. Das, falls jemand fragt, wegen dem Skin. Und da ETS2-Mods und dann Skins und dann ist er da versteckt. Bei Unurcool Workshop, glaube ich, war das. Da ist der Skin zu finden, falls jemand noch fragt. Genau, ansonsten läuft, würde ich sagen. Falls ihr noch Fragen habt, dann einfach kommentieren. Ansonsten würde man einen Daumen da lassen, Abo für den Kanal, nicht vergessen, die Glocke drücken. Dann wünsche ich euch natürlich wie immer knitterfreie Fahrt. Macht's gut, bis bald und adios.